Hallo, ich bin Florian Sauret und ich werde jetzt zum Bocholter Nachtwächter. So, wir müssen uns etwas sputen. Die nächste Gruppe, die wartet schon. Auf geht's. Ich bin dazu gekommen, das war so eine Idee im Studium irgendwie und die Idee kam eigentlich ganz spontan, wie Schnapsideen nun einmal kommen. Es war eigentlich mehr oder weniger ein Gag, eine Marketingaktion könnte man sagen und wir haben dann beschlossen, das öfter zu machen, weil es einfach gut ankam. Das mache ich jetzt mittlerweile schon fast 6 Jahre. Gott zum Gruße! Gott zum Gruße! Und die Ausrüstung, die ist recht einfach gehalten, wie der Nachtwächter eben nun mal einmal ist. Es gehört eine helle Bade dazu, als Statussymbol, dass man eben vom Stadtrat beauftragt wurde, wach zu halten. Eine Laterne gehört dazu und das Signalhorn. Und ansonsten habe ich noch Schlüssel und natürlich eine Geldkatze dabei, damit ich das ein oder andere Bier dann auch bezahlen kann. Denn die Zeche prellen, das sollte der Nachtwächter nicht tun, weil der ist schon bekannt wie ein bunter Hund. Was zum Große! Was zum Große! Wir werden jetzt einen Junggesellenabschied überraschen. Da weiß zumindest die Junggeselle nicht Bescheid. Wir gehen jetzt ins Restaurant Setaki. Da wartet man dann auf uns. Ja. Ein Junggesellenabschied abholen. Ja, gerne. Ja? Ja. Gott zum Gruße! Wir haben Gruppen, die sind 20 Jahre, 25 Jahre. Wir haben Gruppen, das sind Kegelclubs, die schon seit 50 Jahren kegeln, also dementsprechend auch älter. Wir haben gemischte Truppen, wir haben Betriebsfeiern, wir haben Familienkreise, wir haben gemischte Gruppen, einfach alles dabei. So, so seid ihr willkommen jetzt hier im Jahre 1665, in dem wir uns da gerade wohl befinden. Und wenn wir jetzt durch meine Zeit ziehen, wie das 17. Jahrhundert hier in Bocholt, dann lasst euch gesagt sein, wie das kein Spaziergang für euch werden, denn ihr alle müsst mit anpacken, mit arbeiten, all die niederen Tätigkeiten mitverrichten, die ich so als Nachtwächter auch tue. Und da ich mal annehme, dass die meisten von euch von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, würde ich sagen, machen wir ein Nachtwächter-Seminar und dafür begeben wir uns Richtung Georgskirche. So, wenn der da oben mein Signal hört, schlägt der die Brandglocke. Das ist die hellste und schrillste Glocke im gesamten Turm. Und wenn die ertönt, müssen alle Bocholter Bürger aus ihren Betten heraus. Ist das alles Bocholter Bürgerinnen? Nein, Redenser. Ah, Redenser. Nein. So, aber diejenigen unter euch, die das volle Bürgerrecht haben, die haben einen Ledereimer, richtig? Ja. Den braucht ihr auch, denn sonst bekommt ihr zu meiner Zeit nicht das volle Bürgerrecht verliehen. Eine ganz besondere Geschichte, die ich immer mit am besten finde, ist Johann von Angeren. Er kam hier aus der Nachbarschaft, aus der Nachbarstadt, aus Rehde. Und das war ein Händler und er hat am Osttor von Bocholt einen Aufstand geprobt und ist dabei umgekommen, weil ihn ein Torwächter ermordet hat. Und diese ganze Geschichte, die darum sich rankt, die ist total spannend und auch witzig zu erzählen. Obwohl es natürlich schlimm ist, aber es ist natürlich schon lange her. All voll ist die Kurzform von mögen eure Gläser alle Zeit voll sein und ihr alle natürlich auch, also all voll! Allvoll! Wenn man Bocholt jetzt erobern wollte, müsste man zunächst über den äußeren Butenwald klettern. Hey! Durch die tiefe und schmutzige Aar schwimmen. Über die Wallanlagen klettern mit ihren Bollwerken und Kanonen. Über ein 6 bis 9 Meter breites Rasenstück ohne Deckung. Durch den inneren Stadtgraben, der nochmal wie macht. Und beim Lagerung zur Brücke hoch. Ganz schön sicher, oder? Ja, das war es auch. Knappe 30 Jahre lang. Dann war das System schon wieder veraltet. Und im 30-jährigen Krieg hat das alles nichts mehr genützt. Wir haben ja eine ganze Reihe verschiedener, unterschiedlicher Führungen.
Wir haben den Nachtwächter, meine Kollegin macht Marie die Markt. Wir haben die Preußenführung, wo wir das Thema 1900, Textilindustrie in Bocholt abdecken. Die Gruselführung, die Hexenführung, also eine ganze große Reihe an Führungen in Rede, die Tutum-Anführung. So, alles in Ordnung. Hier befinden wir uns jetzt auf dem Platz mit dem ältesten Straßennamen von Rehde, der Gildekamp. Ja, der Tutemann, das ist ein Ausrufer gewesen in früheren Zeiten. Der ist so aus dem Nachtwächter entstanden, könnte man sagen. Und das ist die Führung, die wir in Rehde anbieten. Und der deckt ein breiteres Spektrum ab, also einen größeren Zeitraum, aus dem er erzählt. Von Ersterwähnung, könnte man sagen, von Rehde um 1000 herum bis zur Stadtwerdung 1975. Was natürlich ein ganz besonderes Ereignis ist, woran sich die meisten Teilnehmer ja dann auch noch immer erinnern können. Und vielleicht dann auch noch die eine oder andere Anekdote selber erzählen können auf der Führung. Da waren einige oben schon auf dem Turm. Und allein da jetzt hochzugucken, ist schon imposant. Man muss ja auch dabei sagen, dass die Gudula-Kirche größer ist als die St. Georgskirche in Bocholt. Ja, da freuen sich immer alle. Ja. Die Frauen gehen schon vor dem Hochamt in die Kirche und beten Rosenkranz. Während die Männer in die umliegenden Kneipen gehen und zumindest bis zum Hochgebet Bier trinken und Doppelkopf spielen. Die Jungs, die stehen hinten in der Kirche am Portal, warten, bis ungefähr die Wandlung ansteht und dann rennen die alle zu ihren Vätern und zu ihren Onkeln, holen die in die Kirche rein, und alle lassen dann ihr Bier fallen, dann trinken schnell auf, lassen die Karten auf den Tisch knallen und dann rennen alle ganz schnell in die Kirche, prozessionsartig. Da wartet man dann die Wandlung ab, die Kommunion ab und danach geht es dann wieder ganz schnell stiekum aus der Kirche raus, wieder an den Tisch. Und tschüss! Ja, auf Rehde! Auf Rehde! Auf den Tutemann! Oh, lecker! Wenn ich auf der Straße gesehen werde, das ist ganz unterschiedlich. Die einen interessieren sich total, die kommen, fragen, wollen noch mal anfassen und alles. Und die anderen sind dann eher abweisend. Und ja, die wissen, glaube ich, nicht, was das bedeutet. Die sehen das nur vom Fernseher her, was das ist. Und ja. Die denken dann eher, dass man so eher so in die Richtung schauspielermäßig geht, von Herr der Ringe und der Hobbit und solche Geschichten. Nur das ist ja eigentlich nicht das, was wir dann darstellen. Also wir machen von der Darstellung her machen wir Wikinger, 7. bis 11. Jahrhundert haben wir uns genommen. Und machen sehr gerne Lagerleben, also alles, was rundherum dazugehört. Schön auf offenem Feuer kochen, zusammen Gesellschaft lagern, richtig campieren, zelten auch im Winter. Mittelalterliche Musik höre ich schon seit 15, 20 Jahren. Und über die mittelalterliche Musik und das Bogenschießen bin ich dann letztendlich dann zu dem Schritt gekommen, zu sagen, auf Mittelaltermärkten als Bogenschütze gewandert durch die Gegend zu gehen, macht doch auch mal Spaß. Mittlerweile dann auch in einer Formation, wo wir dann auf Märkte gehen mit einem kompletten Lager und da habe ich mittlerweile auch einen Stand. Dass man mich im Rahmen von Florians Führung auch mit dazu buchen kann hier in Bocholt, sowohl als Bogenschütze, der so ein bisschen was über die Bogenschützen erzählt, als auch hin, zum Beispiel bei Ritteressen oder dergleichen, dass ich dann meinen Bogenstand aufbaue und da wirklich 1, 2, 3 Stunden geschossen werden kann und dass ich dann viel auch über den Bogenschützen aus damaliger Zeit erzähle. Ja, Mittelalter hat mich immer schon fasziniert und ja, irgendwann kam das erste Ritteressen und dann war ich halt voll drin. Schock, schwere Not.
Gott, mein Eheleib ist tot. Wer stopft mir jetzt die Socken und wer kocht mein Abendbrot? Also die Hellebarde ist ja eine Waffe, die muss man halt verschlossen transportieren. Zur Brauchtumspflege darf man sie dann bei sich führen. Allerdings sonst muss sie halt verschlossen sein, wenn man sie irgendwo mit hinnehmen möchte. Wohin des Weges? Sprecht an, wohin? Ich weiß nicht. Falsch. Ich weiß nicht. Ich will euch helfen. Also nochmal. Halt! Wohin des Weges? Falsch. Jetzt ist es so, dass wenn man dreimal eine falsche Antwort am Wochen der Nacht gibt, ich tatsächlich zustechen muss mit meiner Hellebarde. Bedankt euch beim Bürgermeister Peter Nierbelow, ja? Also letzte Chance. Halt! Lasst mich erstmal ausreden. Halt! Wohin des Weges? Leute, und lasst euch sagen, Georgs Glock hat 10 geschlagen, löscht das Feuer und das Licht, dass der Stadt kein Leid geschieht. Menschen wachen kann nichts nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, mit deiner Güte und Macht, schenk uns eine ruhige Nacht. Hervorragend, da ihr so toll gesungen habt, werden wir jetzt die Kehle noch ein wenig kühlen. All voll! All voll!